Es beginnt natürlich alles damit, dass ich erstmal nach Hause komme. Ich komme meistens so, ja, kurz nach 1 oder 1:45 oder so nach Hause. Und dann lege ich erstmal alles ab, ziehe meinen Mantel aus, meinen Schal und das alles. Gehe dann auch schon in mein Zimmer und lege erstmal meine Schultasche ab. Und dann lade ich auch schon mein Handy auf, zumindest wenn es irgendwie keinen Akku hat, so wie an diesem Tag. Und dann mache ich auch immer meine Lichterkette an, weil ich finde das irgendwie total schön und das macht so eine richtig tolle Atmosphäre. Und ich muss irgendwie immer Musik anmachen, wenn ich nach Hause komme. Und dann tanze ich da immer so ein bisschen ab und höre Musik und das alles. Meistens sieht mein Zimmer viel schlimmer aus, also keine Sorge, aber ich liebe es dann auch, mein Zimmer aufzuräumen, zumindest ich mag das irgendwie ganz gerne, wenn das Zimmer dann aufgeräumt ist, wenn man dann nach Hause kommt, deswegen, ja, habe ich dann auch diese Sachen hier weggeräumt, ich habe nur am Tag davor schon aufgeräumt, deswegen sah es jetzt echt nicht schlimm aus. Und was ich eigentlich auch immer gleich, wenn ich nach Hause komme, mache, aber irgendwie vergessen habe, ist mir einen Dutt zu machen. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht mit langen Haaren irgendwas zu machen. Und dann mache ich mir auch schon Mittagessen, weil meistens habe ich da schon ziemlich Hunger. Und da habe ich mir jetzt einfach so Reis mit ein bisschen Gemüse gemacht. Und ja, das mache ich dann meistens und höre Musik und das alles oder schaue Videos dabei. Und ja. Das esse ich dann auch schon und nach dem Essen gibt es bei mir irgendwie immer so eine kleine Pause sozusagen von der Schule und das alles und dann schreibe ich meinen Freunden oder antworte euch auf Kommentare oder so. Dann bin ich ein bisschen auf Instagram, schaue YouTube-Videos und da habe ich 2 Fanseiten von euch entdeckt. Ich habe euch so lieb, ihr seid so süß, oh mein Gott. Und da bin ich so ein bisschen im Internet, auf Tumblr, was auch immer. Und ich kann euch gerne meinen Tumblr mal hier hinschreiben. Weil da bin ich zwar momentan gar nicht so aktiv, aber vielleicht könnt ihr mir da Fragen stellen oder so. Und ich finde Tumblr einfach total cool. Und dann realisiere ich, dass ich aber doch besser Hausübungen machen sollte. Meistens bin ich nämlich zu lange am Laptop oder so. Und dann setze ich mich auch schon hin. Ich habe da jetzt für Deutsch etwas, also so einen Aufsatz geschrieben. Und dann schaue ich erstmal in meinem Kalender, was ich heute alles noch so machen muss. Und was ich vielleicht auch morgen machen muss und das alles. Und schreibe mir einfach so ein paar Sachen auf. Und dann mache ich das auch meistens. Je nachdem, ob ich eben auch für eine Arbeit lernen muss oder nicht oder für einen Test oder so irgendwas. Deswegen muss ich da immer schauen. Deswegen kann ich da euch jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel ich da eben an einem Tag jetzt lernen muss oder so. Aber meistens ziehe ich mich dann schon so in Chiller-Klamotten an und das alles, weil ich mag das irgendwie viel lieber, zu Hause zu sein und so in Chiller-Sachen und das alles zu sein. Und ich versuche das momentan wieder regelmäßiger zu machen. Es gelingt mir nicht ganz, weil ich recht viel Stress habe und deswegen nicht zu viel Zeit. Aber ich versuche immer so ein bisschen Sport zu machen. Also so 3-mal in der Woche oder so. Und da höre ich natürlich dann auch wieder Musik. Und da mache ich erstmal solche Hampelmänner, glaube ich, heißen die. Und also um mich aufzuwärmen und mache dann meistens so ein paar Workouts auf YouTube oder so. Oder mache einfach ein paar Übungen selber. Und dann nehme ich auch schon meine Sportmatte und mache das dann einfach. Und dann mache ich eben so ein kleines Workout. Also es muss ja gar nicht viel sein, aber so ein paar Übungen, damit ich mich ausbauen kann. Und danach geht es dann auch schon ab unter die Dusche. Jetzt wollte ich in die Dusche sagen, aber ich glaube, das geht eigentlich auch. Und dann schmicke ich mich davor natürlich immer ab, damit ich nicht aussehe wie ein kleiner Panda. Und ich habe mich da irgendwie beim Sport schon so halbart abgeschminkt. Und ich hatte bei diesem Clip schon meine Haare gefärbt, deswegen wundert euch nicht. Und dann schminke ich auch immer noch so meine Wimperntusche ab, weil irgendwie ist sie sonst immer in meinem ganzen Gesicht. Dann putze ich mir natürlich die Zähne und ich esse natürlich auch währenddessen noch, aber ich habe das jetzt nicht gefilmt. Und dann mache ich mir auch immer, wenn ich aus der Dusche draußen bin, noch eine Kerze an oder solche, ja, angenehme Musik oder so. Und ich wollte euch da nur ganz kurz zeigen, was ich benutzt habe für meine Haare. Aber es kommt auch bald eine Haarroutine online, deswegen keine Sorge. Dann benutze ich einmal so eine Balea Augencreme, die ich einfach leer machen möchte.
Dann noch so eine Creme von meinem Hautarzt, das ist so ein Akne-Serum oder so. Dann noch eine Creme für meine Haut und auch eine Lip Butter, das ist so von Dabello, die gibt es auch von Nivea und ich finde die echt ganz gut und die riecht total gut, deswegen benutze ich die jetzt immer. Und leider muss ich danach immer noch irgendetwas für die Schule machen. Ich hasse es, aber meine Güte, so ist das Leben und meistens lese ich mir dann eben noch irgendwelche Sachen durch für eine Arbeit oder so. Dann geht es für mich auch wirklich ins Bett, also natürlich nicht um 6:30, aber da habe ich eben dieses Video gefilmt. Und dann stelle ich mir auch schon meinen Wecker und gehe dann auch schon schlafen. Meistens ist es dann sehr spät und ich bin schon sehr, sehr müde, deswegen mache ich dann meinen Laptop aus und schlafe dann wirklich. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!